Romulus, 17. Tag des Gribrax. Persönliche Aufzeichnung. Ich habe meinen Besuch auf der Erde verschoben. Der geistige Führer der Romulanisch-Vulkanischen Allianz ist heute Nacht friedlich eingeschlafen. Er ist tot. Kaum jemand kann ermessen, welchen Beitrag er zur Wiedervereinigung unserer Völker geleistet hat. Welchen Schmerz er empfunden haben muss, als Vulkan zerstört wurde. Mit welcher Wut er die Verschwörung des Dominions beendet hat. Und mit wie viel Liebe er sich eine neue Heimat aufgebaut hat. Es war ein langes und erfolgreiches Leben. Über früher hat er nicht gerne gesprochen. Seine Gefährten fehlten ihm sehr. Und doch gab es in seinem Herzen auch Platz für neue Freunde. Ich bin dankbar, mich dazu zählen zu dürfen. Alle Bewohner von Romulus und Remus stehen tief in seiner Schuld. Wir werden um ihn trauern. Nach meiner Rückkehr von der Erde wird es in Kibaratan ein Staatsbegräbnis geben. Für einen großen Mann, dessen Bescheidenheit mich immer beeindruckt hat. Ich gedenke an diesem Tag meines Mentors und Freundes, Yolan Tru, Spock.